Kennt ihr diese wunderschönen, perfekten Nageldesigns von Instagram und Pinterest? Das machen wir heute auch als BFF-Battle. Hoffentlich sieht das Ergebnis nicht so aus. Nein, 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 nein! Und wir haben da zwei Special Guests. Hier. Hallo! Fresh Fingernägel. Wir sind heute mal die Nageldesignerin eures Vertrauens. Oder auch nicht, das werden wir am Ende sehen. Bis zum Ende dranbleiben und mitentscheiden, wer gewonnen hat. Gummihand, wo man sogar die Finger bewegen kann. Alles damit machen, hat sie nicht gemacht. Peace, Leute. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben sieht wirklich gruselig von dieser Hand aus. Entchen wartet schon. Man montiert das hier so am Tisch. Wie hält das jetzt nicht so gut? Hast du schon kaputt gemacht? Nein. Meins ist Ute. Hallo Ute, danke, dass du heute zu mir gekommen bist. Bei mir ist Christian zu Gast. Hallo Christian, was darf es heute sein? Eigentlich so, mal gucken. Hallo, grüß Gott, Christian. Wir brauchen noch Fingernägel, im Moment sind da einfach nur Schlitze. Nimmst du durchsichtig oder weiß? Haben wir auch spezielle Fingernägel, da so reinstecken. Woo! Aber sind die alle gleich groß? Nee. Wir brauchen ganz kleine. Das Kleinste? Ich mache weiß, weil das, glaube ich, leichter zum Lackieren. Dann mache ich auch weiß. Aber bei mir gehen manche nicht rein in die Schlitze. Ich werde jetzt schon aggressiv, Leute. Keine gute Challenge für mich. Was wünschst du dir, lieber Christian? Aha, Es soll ganz speziell werden. Hauptsache besser als hier von nebenan. Ich würde euch nur raten, kommt in mein Studio. Salon Vicky lässt alle eure Träume wahr werden. Und noch viel mehr. Okay, ich habe jetzt schon mal die Nägel drauf. Mein erstes Erfolgserlebnis. Oh, das ist ein guter Klick. Fangen wir an. Welche Grundfarbe machen wir? Überhaupt kein Plan. Dieses Nagelstudio ist natürlich bestens ausgestattet. Alle möglichen Farben an Gellacken. Was richtig Experimentelles. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Das sind Stifte, Nail Art Pens, Nagellack drin. Pinsel und Dotting Tools. Alles am Start. Das ist so cool. Sie krallt sich schon ihre Farben. Pinselauswahl ist ja riesig. Aber was mache ich mit so einem Pinsel? Mache ich da vielleicht so ein Streifenmuster oder so? Kunst wird das. Und das hier sind so Dotting Tools. Die haben einfach nur so eine silberne Spitze. Und damit kann man halt auch zeichnen oder Pünktchen machen. Oh mein Gott, ich kann mich niemals entscheiden. Guckt mal, was da alles Süßes drin ist. Flamingo, seht ihr? Hier ist eine Minimaus. Okay, das stelle ich mir tricky vor. Das ist wie so Blattgold, aber in allen Farben einfach. Oh mein Gott, es klebt an meinem Finger. Aber es ist voll schön. Ich würde damit gern was backen. Ich weiß, es ist nicht zum Kochen, es ist für die Nägel. Und das sind einfach Nagelsticker. Silber-Holo-Effekte. Oh mein Gott, ich muss das einbauen in mein Nageldesign. Das ist eine wilde Mischung. Bunt glitzernde. Leute, bewerbt euch bei mir. Ich habe so eine große Ausstattung. Ich mache eure Nägel. Wisst ihr eigentlich schon das Neueste vom Neuesten? Beste vom Besten? Wer News? Endlich, endlich, endlich mal wieder eine Signierstunde für euch geplant. Am 23. März 2024. Bei der Leipziger Buchmesse sein. Ihr könnt uns dort treffen und wir werden eure Bücher unterschreiben. Das ist ein Samstag, der 23.03. 11 bis 13 Uhr unsere Signierstunde haben. In Leipzig, auf der Buchmesse. Das sind so viele Infos. Alles Wichtigste steht auch nochmal in der Infobox, dann könnt ihr das super nachlesen. Wir lieben das, wenn wir eure Bücher unterschreiben können, wenn wir uns sehen können, quatschen können. Yay! Ich habe schon meinen ersten Nagel lackiert. Das ist aber auch nicht fair. Ist das eine gute Idee, gleich den ganzen Nagel immer zu lackieren? Machst du das auch? Christian, halt doch bitte mal deine Hand ein bisschen ruhig. Wackelt hier rum. Ute ist eine Traumkundin. Ich habe zwar schon einmal daneben gemalt, aber das war meine eigene Schuld. Weil du nicht eine Traumnageldesignerin bist. Du bist nervös, ne? Weil du Angst hast, gegen mich zu verlieren. An dieser Stelle möchte ich mal sagen, ja? Ich habe seit 100 Millionen Jahren keine Nägel mehr lackiert, weil ich trage die Nagel ab. Und Vicky macht das regelmäßig. Tja, das Ergebnis zählt. Ich habe gerade ein Nageldesign, aber ob das jetzt preisgekrönt ist, kann ich auch nicht sagen. Es soll Kussmünder darstellen. Kann das irgendjemand erkennen? Aber ich bin noch in meiner Übungsphase. Ich glaube, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Da gibt es zwischendurch immer mal Updates zu meinem Nageldesign. Ich sehe ja auch irgendwie gar nichts. Deine Handposition ist ein bisschen unpraktisch, Ute. Richtig rausgemalt. Reden und lackieren geht gar nicht. Konnte ich in den Kommentaren ja schon mal einigen. Eine Reihenfolge, wer als erst hier einen Termin in unserem Nagelstudio bekommt. Natürlich dürft ihr wieder entscheiden, wer gewinnt dieses BFF-Battle. Entweder Hashtag Team Serena für mich oder Hashtag Team Vicky, wenn ihr mein Ergebnis feiert. Ah, schon wieder rausgemalt. Hast du noch gar nie rausgemalt? Natürlich nicht. Du machst nur Geld? Ist ja voll langweilig. Das ist einfach meine Base. Das Ergebnis zählt. Wir haben hier ein Problem. Wir müssen da noch was nachfeilen. Auf der Fensterbank liegt eine Zange. Was für eine Zange? Ja, gar nichts. Ach, Ute. Mit meiner Farbauswahl bin ich bisher sehr zufrieden. Hast du schon gesehen, dass du reingedatscht hast?
Hab ich nicht. Ja, aber guck mal deinen Nagel an. Das hat sich aufgelöst. Guck mal lieber deine Haare oder dein T-Shirt und alles an. Du bist bestimmt reingedatscht. Oh, mit meinem Ärmel. Sag ich doch. Upsi, keine Arbeitskleidung hier am Start. So ein schönes Top, das du da anhast. Wir haben hier UV-Nagellack. Also der trocknet nicht von selbst und der muss unter die Lampe. Damit hat Vicky auch schon Erfahrung. Da braucht man keine Erfahrung für. Ich sehe hier drüben ja gar nichts. Nein, nein, jetzt habe ich auch noch mit den Haaren rein. Oh, was ein... Ah! Alles gut, konzentrieren Sie sich auf sich selbst. Am Ende bist du hier ein verklebter kleiner Batzen, der sich nicht mehr befreien kann. Voller Nagellack von oben bis unten. Nein, nein! Jetzt habe ich mit meinem Finger reingedatscht. Ich nehme so lange mal die Lampe. Und weil wir hier besondere Gegebenheiten haben, machen wir das so. Oh, ich möchte nicht davon betroffen werden. Das ist schlecht für die Haut. Deswegen habe ich auch immer Sonnencreme drauf. Boah, wie gut sehen die Farben aus, hallo? Gefällt mir gar nicht. Sie ist voll in ihrer Agro-Era. BFF-Battles bringen das Schlechte in mir zum Vorschein. 25 Sekunden noch, dann kannst du die Lampe haben. Mhm. Infos. Du kannst zwischendurch die Schwitzschicht runter machen, aber du musst nicht. Was? Schwitzschicht? Mhm. Ich habe ja echt keinen Plan von Nägeln. Hier sind so Schleifen. Hey, was hast denn du dir gekrallt? Die schönsten Schleifen. Wir teilen das auf. Brüderlich, schwesterlich, fair in der Mitte. Wenn du meine Schwester wärst, würde ich dich nicht mögen. Glaubst du? Behältst dir, mir gehört der Rest. Nein, alles gehört allen. Natürlich. Ach, könnte ich jetzt schon was dran kleben? Gibt es sowas wie eine Pinzette? Ja. Passen bei dir alle Nägel zusammen oder machst du alle Unterschiede? Die passen zusammen, das ist eine Hand. Nein, ich mache verschiedene Sachen. Christians Hand am Ende, ne? Er muss so rausgehen. Christian sagt, ihm ist komplett egal, was ich mache, weil ich bin ja der Profi. Ah, ich bin so nervös, das macht keinen Spaß. Ein kleines Problemchen gibt, wir haben vergessen, Nagelkleber zu bestellen. Aber das ist nicht so, für es keine Lösung gibt, wir haben Superkleber. Glaubt mir, Superkleber ist im Grunde das gleiche wie Nagelkleber, nur eine andere Verpackung. Ich kann nicht, ich kann das nicht, ich breche ab. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich mach's einfach, ich klebe da jetzt eine Zitrone dran. Ah, Mann, wieso greife ich da überall mal rein? Das war eine dumme Idee, soll ich es wieder rausmachen? Ach, ich lasse es. Das ist jetzt verloren. Mach die Lampe. An die Arbeit, Leute. Designt sich nicht von alleine. Willst du was sagen? Mm-mm. Okay. 19 Sekunden. 3, 2, 1, piep. Und das ist jetzt trocken einfach. Aber das ist ein bisschen klebrig. Krieg ich auch so ein Plastik. Wenn du das so machst, mache ich einfach nach. Hey, das sieht ja voll gut aus. Warte, die Komplimente für später. Aber mehr traue ich mich jetzt schon nicht mehr. Hast du wieder den besten weggeklaut? Nee. Wohl. Ich glaube, ohne Zeitlimit sind wir morgen noch hier. Gelb auf rosa, mittelgut ETF, sieht man halt fast nicht. Meine Ärmel sind auch nicht gerade so Nagelstudio geeignet. Gibt's hier weiß? Weiß und schwarz, in dünn. Ich hoffe, dass sie gut decken. Ich möchte meine Pläne gar nicht verraten, weil der Feind sitzt unter uns. Ich? Ja! Bin so gespannt, wie die am Ende aussehen. Christian, dreh mal deinen Mittelfinger. Sie sehen schon bald zum Studio eröffnen, wenn uns das Spaß macht. Das wird ein Häschen, wenn alles gut geht. Du hast es verraten. Ich konnte es nicht mehr für mich. Ich bin noch bei den kleinen Feinheiten. Ich bin noch nicht beim Zeichnen. Wenn sie jetzt auch ein Häschen macht, wisst ihr Bescheid. Disqualifizierung. Ich mache kein Häschen. Mit den kleinen Ohren. Und hier habe ich so einen Drip-Drop mit Zitronen. Ich müsste eigentlich 100 Finger machen, damit ich das alles verwenden kann. Grundding, bin ich schon mal zufrieden. Jetzt muss ich da noch was draufzeichnen oder kleben. Probier mal diese Stifte aus. Das könnte spannend werden. Das sieht ja aus wie ein Eisbecher, was ich hier gemacht habe. Sommerlich fruity. War jetzt nicht der Plan. Ich glaube, diese Stifte sind ganz cool. Wow. Wartet mal. Wie rum designt man Nägel? Muss es am Kopf stehen oder muss es... Wo ist bei dir oben und wo ist bei dir unten? Wenn ich so herzeige, ist er richtig. Finger so ein bisschen krumm zur Seite, Ute. Es geht um die Nase. Diese Nagellackstifte sind toll. Die muss man Luft trocknen lassen. Also ich glaube, das ist kein UV. Nein, ich bin hässlich. Ich will es wieder abhaben. Hase hat Augen und eine Nase. Check. Not good, Leute, not good. Mach einfach Glitzer drauf. Neuer Versuch. Ist bei dir irgendein Finger schon fertig? Nee. Bei dir? Zwei Finger habe ich schon fertig. Das will ich alles gar nicht wissen. Ich glaube, ich gewinne. Neutrale Einschätzung. Diese Stifte sind cool, aber die muss ich halt Luft trocknen lassen. Damit kann ich nicht umgehen. Manche halten ihre Gefrierfach, damit schneller trocknet. Ich kann die Hand gerne ins Gefrierfach stecken. Riecht ein bisschen giftig. Nagellack. Ich mache so ein bisschen 3D. Könnte ich auch mal kurz die Pinzette? Gleich. Das war eine schlechte Idee. Das hat jetzt so drunter rausgeschmiert. Pinzette, bitte. Hier. Nein, 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 nein. Was soll ich denn jetzt machen?
Okay, ich klebe jetzt mein erstes Steinchen. Das ist eine schlechte Idee, das verrutscht. Das verrutscht! Kann ich mal so ein Steinchen bekommen? Von mir gibt's gar nichts, ich habe andere Probleme. Oh mein, es verrutscht auch. Ich sage, es kurz drauf scheint, es ist schon trocken. Zumindest hält, aber es sieht schrecklich aus. Ich glaube, ich greife jetzt doch lieber zum Superkleber. Wo ist denn der? Ich habe 3 Finger fertig. Ich habe einen Finger fertig. Nicht mehr lange Zeit. Es gibt keine Zeit, du kannst nicht auf einmal eine Zeit erfinden. Wenn ich fertig bin, ist aus. Ich muss jetzt hier Notfallmaßnahmen einleiten. Dieser Nagel ist ruiniert. Wegen diesen Stiften. Die sind irgendwie cool und irgendwie katastrophal. Deswegen Superkleber. Also ein Nagel geht bei mir gerade ein bisschen schief. Der Rest ist noch nicht fertig. Wisst ihr? Ich habe mal gehört, Glitzer rettet. Das werde ich jetzt machen. Gibt es auch kein Zurück mehr. Ich will jetzt auch nicht hören, ob das eine gute Idee war. Jetzt habe ich einen Nagel mit Glitzer. Trägt man so. Wir schreiben einige Kommentare. Boah, toll, das trägt man so. Siehst du schon, wie dein Gewinn fortläuft? Zu mir? Ich sehe gar nichts. Nur weil diese Stifte mir alles ruiniert haben. Nehmt nicht diese Stifte. Und wenn Glitzer nicht rettet, dann rettet aber der Teddybär. Ist einfach so. Und Superkleber. Teddybär? Das ist ein pinker Teddybär. Der hält nicht. Oh. Oh nein, wenn der Superkleber auf meine Hand kommt, ich raste aus. Oh, das muss ich neu machen. Das ist Katastrophe. Okay, weiter geht's. Ich bin hier auf der Zielgeraden. Zielgerade hin oder her? Ich krieg dich. Ich probiere jetzt ein Wölkchen zu malen. Das wollte ich auch machen, habe ich aber nicht. Viel Glück und alles Gute. Danke. Du wirst mich nur verunsichern. Nein, das möchte ich doch nicht. Kein Glitzer für uns, Christian. Ich weiß nicht, ob Christian damit einverstanden ist. Hier ohne Glitzer rauszugehen. Glitzer nämlich. Alle halten jetzt den Atem an, Leute. Ich weiß die Reihenfolge von so einem offiziellen Regenbogen nicht. Ein Regenbogen ist ein Regenbogen. Kurze Blitz-Zwischentrocknung. Bin wieder motiviert. Wo ist dieser beängstigende Superkleber? Aber er tut dir doch gar nicht. Wer hat keine Angst vor Superkleber? Mittel. Der Status ist Mittel. Natürlich habe ich Superkleber auf meiner Haut. Und mein Herz verloren. Manu, bleib doch mal da drauf. Jetzt habe ich die Pinzette zusammengeklebt. Nein! Ja, kleb sie wieder auseinander. Handeln Sie! Gerettet. Ich weiß schon nicht mehr, was ich machen soll. Aber irgendwie dachte ich, das wird so mega pompös und so. Und jetzt irgendwie schlicht. Zu schlicht? Ist das der letzte Finger? Bin dabei, ja? Gibt's noch einen dünneren Pinsel? Egal, Steinchen regeln. Bisschen Lampe und dann zeichne ich noch mal ein bisschen drüber. Das ist jetzt der Perfektionismus am Ende. Oder das Ruinieren am Ende. Hä, wie schön ist das denn? Damit rettest du noch mal alles. Du bist wieder im Game. Man muss auch mal bei der Konkurrenz vorbeigucken. Warte mal, noch nicht greifen. Ich weiß nicht, ob ich schon Endtrocknung gemacht habe. Was? Ich glaube, ich habe noch die Endtrocknung vergessen. Ein Schuss drauf hier. Ich finde, du hast es sehr toll gemacht. Die Grünen passen irgendwie nicht so ins Konzept, muss ich sagen. Hä, voll doch, Lüge. Das Gelb-Rosa. Also ich glaube, Christian 3 nimmt er, aber die anderen 2 weiß ich nicht. Okay, ich glaube, es ist trocken. Also die Schleife ist schon sehr schief gelaufen. Musst du gleich die negativen Dinge so hervorheben? Am besten gefallen mir die Blümchen. Aber es ist mir ganz egal, was Sarina sagt, weil ihr müsst entscheiden. Beate muss entscheiden. Sie heißt Ute. Ute muss entscheiden. Kleine Erinnerung, kommt zu unserer Signierstunde auf der Leipziger Buchmesse. Wir freuen uns.